Hallo ihr Lieben, ich habe vor kurzem diesen Deko in Form von Fächer kreiert und das Ergebnis war irgendwie so nett, dass ich mich danach gefragt habe, weshalb habe ich eigentlich nicht mitgefilmt? Da ich das euch doch gerne zeigen möchte, mache ich noch einen solchen Fächer, um euch das zu zeigen. Vor allem auch, weil es so einfach ist und gleichzeitig kann man dafür wunderbar irgendwelche Reste verarbeiten, um das herzustellen. Ich beginne mit einem Streifen Papier mittlerer Festigkeit. Das Stück kann von der Größe auch anders ausfallen. Schaut einfach, was ihr habt. Ich habe es direkt gefalzt, aber das war in meinem Falle etwas zu früh, denn die Prototypen waren aus Designpapier. Dieses hier werde ich mixmedial zum eigens designtem Papier umgestalten. Daher werden die Falzlinien zum Teil wieder verschwinden und ich ziehe sie später noch einmal nach. Ihr könnt beobachten, welche Techniken ich anwende, um aus dem unifarbenen Papier so hübsche Farbübergänge herzustellen. Die Produkte, die ich dafür verwende, sind wieder mal nur Beispiele. Man kann natürlich auch andere benutzen oder diesen Schritt komplett überspringen, immer so, wie es euch beliebt. Wenn die Farbschicht trocken ist, stemple ich Holzmaserung drauf und danach noch Text- und Tabellenstempel. Ihr könnt stattdessen ebenso eigene Stempel nutzen, immer das, was eure Eingebung euch zuflüstert. Hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, ob ihr weitere nasse Medien auftragen werdet, bei den Abstempelungen wasserfeste Stempeltinte einzusetzen, sonst wird das Muster zerlaufen, außer ihr wollt, dass es zerläuft. So, ein paar Spritzer können als kleine Akzente bestimmt nicht schaden, ganz im Gegenteil. Bei dem einen Prototypfächer hatte ich einen Randstanzer eingesetzt, bei dem zweiten nicht. Ihr könnt euch das im Vergleich noch einmal anschauen, welche Variante euch besser gefällt und euch entscheiden. Was kann man tun, wenn man keinen Randstanzer hat, aber doch einen verzierten Rand haben möchte? Als Variante gibt es Stanzformen, die solch einen Effekt geben können oder auch solche Scheren. Ihr wisst wahrscheinlich, welche ich meine. Dann habe ich nun noch einmal die Falzlinien nachgezogen und dann im Zickzack-Verfahren gefaltet. Den hübschen Rand gehe ich mit einer leichten Schicht Tinte nach, um diesen etwas mehr hervorzuheben. Und dann gehe ich zum Dekor über. Ich benutze ausgeschnittene Elemente und dieses Ornament, welches ich zuvor selbst hergestellt hatte. Dafür habe ich eine Schablone mit diesem schönen Muster verwendet und zwei Pasten miteinander gemischt, dann die neu entstandene Masse mit Hilfe eines Mahlmessers durch die Schablone gegeben, getrocknet und entlang des Ornamentes ausgeschnitten bzw. zweigeteilt.
Alle Motive, die ich vorbereitet habe, versehe ich am Rücken mit Abstandshaltern aus Karton. Jetzt kann ich den Fächer zusammensetzen. Damit er in Form bleibt, klebe ich am Rücken ein Stück Papier. Damit er auch noch an Stabilität gewinnt, bekommt er von mir noch ein Stück Karton dazu. Beim Bilden der Komposition kann ich zu einem vorbereiteten Element einsetzen, aber auch alles andere, was mir sonst so in die Finger fliegt. Hier sind übergebliebene Blätter vom Projekt davor und auch einige ausgestanzte Motive. Um die Komposition etwas üppiger zu bekommen, kann man noch Sisal in die Schichten einarbeiten, künstliche Blumen, Zweige, hier habe ich noch so Löckchen aus Papier reingesteckt. Nun kommen noch die Toppings. Ich habe hier zwei verschiedene Pailletten genutzt, einmal goldglitzerigen und einmal matte. Die stecke ich zwischen den Schichten, hier und da mal, wo ich Platz dafür finde. Die Spritzer in Schwarz und oder Weiß, die können je nach Geschmack und Laune auf die Komposition gegeben werden. Und schwupps, ist ein nettes Dekor fertig, welches zum Beispiel auf einem Geschenkekarton super zur Geltung kommt. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Jetzt bleibt mir nur noch eins, euch wunderschöne Weihnachten in dieser schweren Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und kreativ, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr meinem Kanal einen Besuch abgestattet habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.